Unsere letzte Station für heute ist das Planetarium in Bochum. Neben mir steht die Frau Hüttemeister und ich möchte Sie gerne mal fragen, was ist das Besondere am Planetarium? Im Planetarium kann man den Weltraum erleben und die Sterne, den Sternenhimmel. Und zwar, und das ist natürlich das ganz Besondere, auch wenn es regnet, auch wenn es hell ist, zu jeder Tageszeit und bei jedem Wetter. Einmal ist natürlich die Attraktion der super realistische Sternenhimmel. Wir sagen immer, der schönste Himmel im Ruhrgebiet, weil wir im Ruhrgebiet natürlich so eine Lichtglocke haben, weil die 5 Millionen Mitruhris abends doch nicht die Lampe ausmachen. Deswegen verlieren wir so ein bisschen die Nacht und kennen den Himmel gar nicht mehr so richtig, außer hier im Planetarium. Da können wir das regeln mit dem Licht und wir können den perfekt dunklen Himmel erzeugen. Aber modernes Planetarium bleibt da nicht stehen, sondern wir können mit einem digitalen Projektionssystem, das den zentralen Projektor ergänzt, das die Kuppel zum kosmischen Schauspielhaus machen, zu einem Ort, in dem sich ja das dynamische Universum wie auf einer Bühne entfaltet. Und zwar immersiv nennt man das, rund um einen herum. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, man ist da, man ist drin. Eine von den ganz häufig gestellten Fragen, gerade von Kindern, aber überhaupt nicht nur von Kindern, ist, was hat sich jetzt eigentlich gedreht? Wir? Waren wir wirklich im Weltraum? Ist ja fast schwindelig geworden. Und das, was sich dreht, ist natürlich nur die Projektion. Aber weil man da so extrem eintaucht, hat man das Gefühl, dass man sich selber bewegt, dass man wirklich drin ist.